Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Hochel und dies ist der Podcast von Oberwasser Consulting. Hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, um Jobs to be done, Unternehmenskultur, agile Organisation und Wissensmanagement, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Lean Startup und dessen Anwendung in etablierten, in Anführungszeichen, Unternehmen. Das sind Unternehmen, die keine Startups sind oder keine Jungunternehmen. Und dafür begrüße ich Eckhard Böhme als meinen Partner für die heutige Episode. Hallo Eckhard. Hallo Peter, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute mal auch einen sehr aktuellen Bezug, denn gerade eben in den letzten Wochen ist das neue Buch von Eric Ries, The Startup Way, in deutscher Sprache erschienen. Das kam letztes Jahr im Herbst raus, im Original in Englisch. Und an der Übersetzung ins Deutsche warst du maßgeblich mit beteiligt. Und wir sprechen darüber, weil ich das letztes Jahr direkt gelesen habe und da schon gedacht habe, das ist eigentlich so eins der wichtigsten und empfehlenswerten aktuellen Businessbücher, weil es sehr praxisnah aufzeigt, wie etablierte Unternehmen zu modernen Unternehmen werden und diese Lean-Startup-Prinzipien in den Unternehmen quasi in die DNA mit implementieren können. Und vielleicht kannst du ja mal kurz erläutern, worin da ganz grob gesagt der Kern überhaupt dieses Lean-Startups besteht. Ja, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2011. Da kam ja das erste Buch von Eric Ries raus zum Thema Lean Startup. Und da beschrieb er als Unternehmer die Erfahrung, die er gemacht hat mit seinen Unternehmungen, die zum Teil erfolgreich waren, zum Teil auch gescheitert sind. Sprach da über seine Vorgehensweise und seine Best Practices, was er gelernt hat. Und aus diesen Dingen hat er ja ein Framework gebaut, was ja sehr populär geworden ist. Und es gab auch noch andere Protagonisten im Laufe der Zeit, die diesen ganzen Lean-Startup-Prozess und diese Vorgehensweise unterstützt haben. In diesem Buch war das ja mehr auf wirklich diese kleineren Startups beschränkt. Aber nichtsdestotrotz, es wurde schon klar, dass diese Methodik dieses Zyklus, den er entwickelt hat, des Bauens, des Messens und des Lernens auch für andere Unternehmensarten und Größen relevant sind. Und da liegt eigentlich das Interessante darin, dass sich diese Denkweise und diese Vorgehensweise von diesen kleinen Unternehmen jetzt auch auf große Unternehmen verlagert. Und deswegen hat er dieses neue Buch geschrieben, um einfach mal zu zeigen, wie das, was er jetzt dann auch mit großen Unternehmen gemacht hat, funktioniert hat. Weil das natürlich für viele groß oder bestehende Unternehmen mitunter auch ein bisschen befremdlich wirkt. Ne? Das war ja, ich glaube, das wurde ja viel auch beschrieben und beworben, das Buch mit so in die Richtung gehend, mit nichts anfangen, also minimales Invest, eigentlich fast gar nichts und dann ein schnell skalierbares Business daraus aufbauen und so auch mitunter relativ hemdsärmlich anmutenden Vorgehensweisen. Ja, ich denke, da wird vielleicht oder wurde drüber gelacht oder belächelt so ein bisschen, hemdsärmliches Vorgehen, aber letztendlich ist es ja der Kern dieses Lean Startup Vorgehens und der Denkweise, dass man halt wirklich klein anfängt, dass man nicht vorgibt, man weiß schon, wie das Modell funktionieren wird, dass man nicht seitenlange Businesspläne schreibt, die bei denen man sowieso weiß, die werden nicht funktionieren oder die werden so nicht realisiert werden. Und man wirklich sagt, man ist jetzt man ist demütig und begibt sich auf ein Level, wo man sagt, man ist ein Anfänger in dem Bereich und dann geht es erst richtig los mit der Arbeit. Dann werden halt diese Hypothesen geschaffen,
Also man überlegt sich, was könnte funktionieren, wie könnte man die Kundenbedürfnisse effektiv adressieren, mit welchen Produkten und Dienstleistungen können wir das realisieren, und dann geht man in diese Schleife rein. Ich baue etwas, dieses prototypische Produkt, dann bringe ich es zum Markt, dann messe ich anhand harter Kriterien, wie das funktioniert, ob sich das durchsetzt, was die Kunden davon halten. Und dann lerne ich einfach aus diesen Daten und verbessere das Produkt und gehe wieder zurück in diese Schleife. Und das alles funktioniert mit relativ wenig Geld. Das ist ja die ganze Idee, dass man eben nicht diese Berge von Geld zur Verfügung stellt und dieser Gruppe, die das durchführt, sozusagen zur Verfügung stellt, damit die möglichst viel Geld ausgeben. Sondern es geht eher darum, schnell zu lernen und schnell vielleicht auch zu scheitern mit der Idee. Ja, jetzt spricht er relativ von Anfang an in seinem Buch über, ja, aus seiner Sicht, er nennt es im Englischen Original Old-Fashioned Enterprise oder Corporate, also sozusagen als altmodisches Unternehmen, und er spricht von modernen Unternehmen. Was meint er damit? Du hast es ja nun auch mit übersetzt. Was ist damit genau gemeint? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also diese traditionellen oder altmodischen Unternehmen oder vielleicht kann man auch sagen veraltete Unternehmen sind halt die sehr, sehr viele Unternehmen heute, die sich noch nicht mit diesen neuen Methoden angefreundet haben. Aber vielleicht, bevor wir jetzt auf diese Frage antworten, sollen wir ganz kurz mal diskutieren, warum brauchen wir überhaupt moderne Unternehmen? Ich meine, man könnte ja sagen, wozu brauchen wir das jetzt alles, diese ganzen neuen Vorgehensweisen, Lean Startup ist ja schön und gut, aber bisher hat doch eigentlich alles ganz gut funktioniert. Und da finde ich, ist einfach mal ganz wichtig zu verstehen, dass wir heute in einer höchst dynamischen Umgebung leben. Und alles, was wir so im Startup-Umfeld gesehen haben, mit diesen neuen Unternehmen, mit diesem unwahrscheinlichen Magnetismus, mit dem Kapital und Menschen angezogen werden, das ist kein vorübergehendes Phänomen. Das ist eine Sache, die wird die Zukunft unserer Arbeit prägen. Das wird die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte aus meiner Sicht einfach die Wirtschaft und wie wir Produkte entwickeln prägen. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Lean Startup Summit in Amsterdam, und da gibt es mittlerweile so Coworking Spaces, da sind Dutzende von Startup-Unternehmen drinne. Das sind die Unternehmen, die neuen Ubers, die neuen Airbnbs. Das werden die Unternehmen sein, die die Trends der Zukunft einfach setzen. Diese Unternehmen haben eine unwahrscheinliche Energie. Man glaubt das gar nicht, wenn man dort ist. Die haben eine Infrastruktur zur Verfügung. Es ist wirklich unglaublich. Und wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, dann kann man das also kaum glauben. Und das müssen wir einfach verstehen, dass diese neue Form der Arbeit in diesen Unternehmensarten, in diesen neuen Coworking Spaces, dass das die Zukunft ist, und auch wie die Unternehmen lernen, die Mitarbeiter gehen zu Meetups und informieren sich und machen Brainstorming, und das sind ganz neue Arten und Weisen, wie man an diese Idee oder an das Konzept des Unternehmensaufbau drangeht. Und da passiert sehr viel. Das kam ja ursprünglich aus den USA, aber das ist längst kein Silicon Valley Phänomen mehr. Wir wissen es ja, hier in Deutschland, in allen Städten findet das statt, aber auch vor allen Dingen international, in Asien, in Lateinamerika, in Afrika. Das ist ein Phänomen, das müssen wir erstmal verstehen, bevor wir verstehen, was ist überhaupt ein veraltetes Unternehmen. Und da haben halt diese modernen Unternehmen ganz wesentliche Charakteristiken, die sich da unterscheiden. Und ja, also das heißt, die Gefahr besteht jetzt darin, wenn wir alles beim Alten belassen in unserem bestehenden etablierten Unternehmen, dass diese
neuen Unternehmen, diese jungen Unternehmen mit dieser neuen Kultur und Arbeitsweise quasi uns links überholen, ohne dass wir es merken. Ja, das kann ganz schnell gehen. Das haben wir ja an diesen disruptiven Innovationen gesehen. Das sind ja, da wurden ja Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die jetzt erstmal auch belächelt wurden, weil sie einfach nicht so optimiert waren, nicht so sophisticated waren. Dafür waren sie günstig oder vielleicht sogar kostenlos und haben Menschen Dinge ermöglicht, die sie vorher nicht machen konnten. Und das, wenn man so ein Unternehmen nicht auf dem Radar hat, dann wird das ganz schnell, kann das ganz schnell passieren. Und das dauert vielleicht nur noch wenige Monate, bis eine ganze Industrie, will ich mal sagen, umgekrempelt ist, weil diese neuen Lösungen halt so radikal sind. Und so diese traditionellen Unternehmen gehen ja normalerweise so vor, dass sie Entwicklungsprojekte anstoßen, die über mehrere Jahre laufen, die aus riesigen Teams bestehen, die sehr, sehr gut finanziell ausgestattet sind. Und wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir haben das jetzt verstanden, wir wollen jetzt auch ein Lean Startup gründen im Unternehmen, dann muss man halt wirklich Dinge einfach anders machen und die organisatorisch, kulturell anders angehen und auch verstehen, wie das geht. Und das ist halt das Schöne in dem Lean Startup oder in dem Startup Way, beschreibt Eric Ries so 5 Prinzipien, die man berücksichtigen muss, wenn man diesen Lean Startup Way in Großunternehmen integrieren will. Und da geht es um so Dinge wie kontinuierliche Innovation. Das ist wirklich ein Zyklus, eine wiederholende Schleife an Entdeckungen von bahnbrechenden Neuerungen, die man so methodisch einführen muss. Geht um das Start-up im Unternehmen als eine Art elementare Arbeitseinheit. Also es ist eine kleine, relativ kleine Einheit, aber das ist wie so ein kleines Unternehmen im Unternehmen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Dann spricht er davon, dass wir ein Unternehmertum brauchen. Das hat natürlich bestimmte, sagen wir mal, persönliche Voraussetzungen und kulturelle Voraussetzungen, die dieses Unternehmertum mitbringt. Dieses Unternehmertum muss natürlich auch irgendwo gemanagt werden. Man muss verstehen, wie managt man einen Unternehmer im Unternehmen. Dann geht es darum, dass man regelmäßig sozusagen eine neue Gründung macht. Also man erfindet sich als Unternehmen neu. Das ist wichtig, dass man da nicht stehen bleibt. Und dann geht es natürlich auch um die kontinuierliche Transformation, da geht es darum, dass man die Fähigkeit entwickelt, die eigene DNA der Organisation umzuschreiben, um auf diese neuen und vielfältigen Herausforderungen reagieren zu können. Also diese 5 Prinzipien sollte man kennen und sollte man wissen, was steckt überhaupt dahinter. Und man sollte auch verstehen, das ist jetzt, es geht nicht um diese Start-up-Artefakte, will ich sie mal nennen. Also ich war jetzt vor ein paar Monaten auch bei einer Bank. Die haben auch überlegt, wie bringen wir diesen Startup-Way rein. Und dann sieht man ja manchmal, dann statten diese Räume aus und lassen den Mitarbeitern schon mal Freiräume, da tätig zu werden. Aber das ist noch weit entfernt von den wirklich tiefgreifenden Änderungen, die man in diesem tief verwurzelten System durchführen muss. Naja, was ich so beobachtet habe oder ja glaube wahrgenommen zu haben in den letzten Jahren, war ja so, dass wenn man hier auf den deutschen Markt guckt, in Großunternehmen, die da in diese Startup-Ecke immer hinschauen, dann scheint es so zu sein, dass die sich Unternehmen einkaufen oder schaffen einen Raum in der eigenen Konzernzentrale, in dem dann Startups arbeiten können oder dürfen, an denen man sich mehr oder weniger in unterschiedlichen Variationen beteiligt hat. Und dann scheint sich da so eine Parallelwelt aufzubauen und die beugen sich gegenseitig. Und selbst wenn das Startup dann erfolgreich ist, dann fällt es doch sehr, sehr schwer, diesen Transfer hinzubekommen und die eine Kultur in die andere mit eingehen zu lassen. Also, und das gilt für beide Richtungen. Ja, absolut. Das ist schwierig. Das ist manchmal so, versucht mal Öl und Wasser zu vermischen.
ist nicht so ganz einfach. Es ist halt wichtig, dass man sich mit dieser Kultur befasst, gegenseitig, und dass man auch vor allen Dingen versteht, wie manage ich so ein Start-up in meinem Unternehmen, welche Freiräume kann ich ihnen geben. Wir können nicht mit den gleichen Instrumenten, die in einem Großunternehmen funktionieren und vielleicht auch gut funktionieren, mit den kleinen Unternehmern sozusagen oder den kleinen Arbeitseinheiten bei uns umgehen. Wir müssen einfach sicherstellen, dass die unternehmerische Freiheit haben, dass sie Risiken eingehen können, dass die erlaubt sind zu experimentieren, dass das Wort Scheitern kein Tabu mehr ist. Dass wir auch unseren, sagen wir mal, wir haben natürlich Dinge wie Compliance, wie bestimmte Infrastrukturvorgaben, die wir irgendwo im Blickfeld behalten müssen. Aber das muss alles vernünftig sein und muss verändert werden und muss neu überdacht werden, damit diese innovativen Zellen im Unternehmen, diese atomaren Zellen, überhaupt funktionieren können. Und das ist das Wichtige und das ist die Kunst, weil wenn man das nämlich nicht tut, dann ist das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Jetzt gibt es ja in dieser Lean Startup Terminologie so zwei bis drei ganz wichtige Schlagworte oder Terminis, die immer wieder fallen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, wer das alles kennt oder nicht. Also wenn man in dieser Innovationswelt unterwegs ist, dann kennen das durchaus viele, auch viele aus der aus dem Digitalmarkt kennen das. Aber wenn ich so im Mittelstand unterwegs bin, dann weiß halt keiner, was ist mit Pivot gemeint oder MVP oder so. Wollen wir das vielleicht mal kurz auflösen? Magst du mal kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt, hinter MVP und Pivot? Ja, also es geht darum, wie wir schon gesagt haben, anfangs, wir wollen experimentieren. Wir geben nicht vor, dass wir wissen, was der Markt braucht. Auch wenn wir unsere Kunden versucht haben, möglichst gut zu verstehen, zu analysieren. Wir müssen ja trotzdem mal was auf den Markt werfen, was wir testen können. Und da gibt es diesen Ausdruck MVP, Minimal Viable Product. Da kann man sagen, das ist ein minimal funktionierendes Produkt. Das ist einfach ein Testobjekt, will ich mal sagen, um zu sehen, wie kann ich mit diesem Produkt einen Nutzen erzeugen und ist dieser Nutzen so, wie ich mir das vorstelle und wie reagiert der Kunde auf diesen Nutzen. Und das können ganz einfache Sachen sein, das müssen gar keine großartigen, gebauten Produkte sein, sondern das kann mal irgendwas Kleines sein, wie eine Art Mockup-Webseite, würde man sagen. Also eine Webseite, die hat jetzt gar keine großartige Funktionalität, aber man kann als User sehen, wie das funktionieren würde und wie es das Problem lösen würde, was ich habe und was ich mit dem Produkt gerne lösen möchte. Und also diese MVPs baut man und bietet die dem Kunden an und dann schaut man, wie er darauf reagiert und misst das Ergebnis und lernt daraus. Dann der zweite Begriff, den du ja in dem Zusammenhang genannt hast, ist der Pivot. Und da geht es einfach darum, dass man eine bestimmte Hypothese hat, was man anbieten will an Lösung für den Markt und baut dann ein Produkt. Und dann sieht man auf einmal im Laufe des Testens, ui, das funktioniert ja gar nicht. Entweder das Geschäftsmodell funktioniert nicht oder das Produkt funktioniert nicht oder diesen Need, den wir vorher gesehen haben, vielleicht existiert der ja doch nicht. Und da müssen wir einfach dieses Umschwenken, also Pivot heißt ja im Englischen dieses Umschwenken, machen und sagen, okay, wir waren hier auf dem falschen Gleis, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Wir müssen jetzt einfach sehen, einfach aus dem, was wir gelernt haben, etwas anderes adressieren. Da müssen wir vielleicht ein anderes Geschäftsmodell bauen oder testen. Wir müssen ein anderes Produkt testen, andere Nutzenversprechen kreieren und dann geht's halt da weiter. Ein ganz lustiges Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung ist, ich war auf einem Meetup von der Firma Litza, die haben ja diesen Pizzateig gemacht, der ja unwahrscheinlich populär ist aus Goldleinsamen und Chiasamen, sehr gesund.
Und die haben aber auch nicht mit diesem Litzerteig angefangen, sondern die haben angefangen mit einer Software, die sie ihren Freunden vorgestellt haben. Nur die Software ist wohl nicht so angekommen. Und da haben die einen Pivot gemacht und haben gesagt, hey, wir haben aber herausgefunden, dass die diesen Pizzateig unheimlich mögen. Also lass uns mal sehen, können wir daraus was machen. Und da ist ja was Großartiges daraus entstanden. Okay, wobei, da habe ich ja jetzt direkt das Fragezeichen, passt das noch zu dem, zu dem Unternehmenszweck oder zur Vision? Oder hatten die dann an der Stelle vielleicht noch gar keine? Das fällt mir gerade ein bisschen schwer. Die waren sehr offen natürlich, klar. Ja. Aber ich meine, schauen wir uns mal große, erfolgreiche Unternehmen an. Ja, Computerhersteller, Suchmaschinenhersteller, die machen auch nicht mehr nur das Core-Business, über das sie sich vielleicht am Anfang definiert haben. Die haben auch rechts und links geschaut. Wie können wir einfach Menschen helfen, Fortschritte im Leben zu machen? Wie können wir Probleme lösen, die Leute haben? Wie können wir das Leben erleichtern? Ja. Und das hört dann vielleicht nicht auf bei der Suchmaschine oder bei dem Laptop, sondern da gibt es ganz andere Geräte und Lösungen, die man vielleicht auch gar nicht von dem Unternehmen vorher erwartet hat. Aber das ist ja eigentlich die Stärke an diesem offenen Herangehen an die Herausforderungen, die man sehen kann. Ja, das Schöne, um jetzt nochmal zurückzukommen auf das Buch und den eigentlichen Titel, wie kriegen wir jetzt diese Lean Startup Methoden und Artefakte in bestehende, etablierte oder sogar vielleicht veraltete Unternehmen eingebaut. Und das ist ja für mich so der erste Wow-Effekt gewesen, was mir vor dem Buchkauf nicht bewusst war. Der Rees hat das ja tatsächlich auch umgesetzt, und zwar in einem der größten Industrieunternehmen überhaupt weltweit. Mit sehr anschaulichen, tollen Beispielen, zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf dieses MVP bei General Electric zum Beispiel. Und daran zeigen sich natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen, denen man sich auf einmal dann gegenübersteht, wenn man zum Beispiel versucht, ein riesen Plattform-Motor-Projekt mit Hilfe von Dummies und Prototypen im Sinne von MVP umzusetzen. Machst du dazu vielleicht nochmal kurz was sagen? Welche Herausforderungen ergeben sich da? An welchen Stellen? Ja, ich glaube, das ist gerade das Erstaunliche, also Eric Ries wurde ja von General Electric beauftragt, bei diesem Projekt mitzuhelfen. Und die traditionelle Vorgehensweise war so, dass so ein Motor, so ein Großmotor, der universell einsetzbar ist, gebaut wurde und dann verkauft wurde. Und dieser ganze Prozess hat also mehrere Jahre gedauert. Und General Electric wusste auch, dass das kann gar nicht mehr so weitergehen. Und wir brauchen einfach diesen Startup-Way, diese andere Vorgehensweise. Und dann haben die wirklich einen MVP gebaut aus einem existierenden Motor, um einfach mal zu sehen, ist da Wert? Würden unsere Kunden diese Art und Weise wertschätzen? Aber erstmal dorthin zu kommen, dass man auch sagt, wir machen jetzt ein MVP für so ein großes Objekt, das war natürlich keine einfache Vorstellung. Und da musste er natürlich auch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das muss natürlich immer auf allerhöchster Ebene geschehen, damit man dann die Sponsoren hat, die auch sagen, wir stehen dafür gerade, wenn das MVP jetzt vielleicht, wenn wir lernen, das Ganze ist gescheitert, dieses Produkt wird gar nicht gebraucht. Was ja vielleicht auch nicht immer so leicht zu verdauen ist. Und das sind natürlich so Herausforderungen, dass man die Leute dazu bringt, auch wirklich hinter so einem Projekt zu stehen. Ja. Ja, also wenn man sich jetzt mal so vorstellt, wir bauen mal jetzt einen Prototypen für so einen großen Motor, da gibt es sicherheitsrelevante Anforderungen, die gegebenenfalls von Rechtsberatern innerhalb des eigenen Unternehmens verantwortet werden müssen. Ich kann mir vorstellen, da gehen dann dem einen oder anderen auch schnell die Haare aus. Ja, also es gibt ganz vielfältige Sachen, die es ist natürlich, das eine muss man natürlich sagen, es ist nicht risikofrei. Man muss nur sehen, wo ist das größte Risiko. Klar, bei so einem MVP kann ich auch sagen, wenn ich mal so wirklich so einen Markttest mache, wie werden die Kunden drauf reagieren?
werden die uns überhaupt noch so richtig ernst nehmen, wenn wir so mit zum MVP ankommen und solche Dinge. Aber ich glaube einfach, man kommt an solchen Dingen gar nicht mehr vorbei, weil sich die Welt einfach immer schneller dreht und man muss einfach eine andere Methode finden, um die Wahrheit zu finden, um herauszufinden, was ein guter Fit und was nicht. Und es wird jetzt sogar langsam in der Politik ausprobiert, zum Beispiel dieses, ja, ich will mal sagen, als Beispiel bedingungslose Grundeinkommen wird in, ich glaube in Finnland wird das mit mehreren Leuten getestet, um einfach mal zu sehen, wie kommt das an, welche Ergebnisse werden wir damit sehen? Das sind Vorgehensweisen, das war vielleicht vor ein paar Jahren noch absolut undenkbar. Und ich fand es sehr interessant, dass selbst von staatlicher Seite solche, sagen wir mal, Testmethoden überhaupt schon eingesetzt werden. Ja, ich denke auch, das wird von enormer Bedeutung in den nächsten Jahren werden, um sich überhaupt zu einem Wandel erfolgreich stellen zu können, der gerade um uns herum passiert. Jetzt diesen Kulturtransfer, das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Also wie bekommen wir das jetzt hin, diese Start-up-Mentalität, Methodik mit den dazugehörigen Werkzeugen und Vorgehensweisen in Bestandsunternehmen zu implementieren und diesen Transfer hinzubekommen? Das ist durchaus so komplex und vielschichtig mit eigenen Werkzeugen, die dafür sind. Das wird im Buch auch mit angerissen, würde aber jetzt sicherlich den Rahmen dieses Podcasts und dieser Episode sprengen. Also wenn da Interesse ist, dann bitte Feedback und schreibt uns an podcast@oberwasser-consulting.de. Was ihr da gerne hättet, dann können wir das gerne auch nochmal im Detail ein bisschen besser aufbereiten. Jetzt nochmal zurück zum Buch und zu deinem Kernthema, Eckhard, Jobs to be done. Da würde ich jetzt mal spontan behaupten, so dieses schnelle Bauen von Prototypen, komm, lass uns jetzt einfach mal machen und wir probieren das aus und wenn es kaputt geht, dann überlegen wir uns, wie können wir es besser machen. Steht das nicht grundsätzlich im Gegensatz zu den Prinzipien von Jobs to be done, wo wir uns erstmal mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinandersetzen? Ja, vielleicht sieht es im ersten Blick so aus, dass der Startup-Way oder Lean Startup woanders ansetzen. Aber im Prinzip sagen ja auch Eric Ries und Steve Blank und diese Protagonisten des Lean Startup, dass man raus aus dem Gebäude muss, dass man zum Kunden muss, dass man mit ihm sprechen muss, dass man herausfinden muss, was sind seine Bedürfnisse im breitesten Sinne. Da kann man natürlich sagen, wir machen jetzt nicht einfach nur Umfragen allgemeiner Art und fragen den Kunden, was er will, sondern wir machen uns wirklich auf den Weg, diese Jobs zu ermitteln, die der Kunde erledigen will. Also die funktionellen, die emotionalen, die sozialen. Das sind ja ganz spezifische Dinge, die kann man hinterher auch sehr gut beschreiben und umschreiben, damit man überhaupt weiß, worum geht es überhaupt? Was für Herausforderungen hat ein Kunde heutzutage in einem bestimmten Bereich? Und da glaube ich nicht, dass es im Konflikt ist, sondern ich sage, wir machen einfach zwei verschiedene Jobs. Einmal ist wirklich herauszufinden, welche Jobs wollen wir erledigen, die Kunden haben, und diese so gut wie möglich beschreiben und dann zu sagen, wir machen jetzt eine Jobbeschreibung. Und wir bewerben uns sozusagen mit einem Produkt oder einer Dienstleistung oder einer Marke um diesen Job. Und dann geht man voll in diesen Lean Startup-Zyklus rein, indem man dann diese Hypothesen, erstmal des Nutzenversprechens, also wie können wir überhaupt dieses Bedürfnis, was wir entdeckt haben, befriedigen. Und dann bauen wir natürlich Prototypen und testen das Ganze, messen es und lernen daraus und entwickeln dann also wirklich ein solides Produkt bis hin zu einem Punkt, wo wir sagen, hier, Kunde, du kannst, wenn dich interessierst, dann kannst du schon mal so eine Art Vorkauf machen oder gibst uns zumindest mal deine E-Mail-Adresse, dass wir wissen, dass du interessiert bist. Da gibt der Kunde ja schon etwas her. Und dann wissen wir, da ist eine Akzeptanz. Da zu diesem Punkt will man hinkommen, dass man wirklich hinterher sagen kann, wir haben das Risiko, Stück für Stück mit jeder Stufe
die wir in diesem Prozess gemacht haben, minimiert. Das ist ja das, sagen wir mal, größte Ziel oder das größte Bedürfnis eines Unternehmers, ist das Risiko zu minimieren. Und da wollen wir halt hin mit diesem Zyklus. Und ich denke, das funktioniert ganz gut, diese beiden Sachen, Job to be done und Lean Startup, so nach dem Motto Better Together, dass man da wirklich zu dem Punkt hinkommt, wo man sagt, hey, jetzt haben wir eine richtig gute Sache entwickelt. Und wir wissen auch, aufgrund der Klicks, dass die Leute das Produkt kaufen wollen. Ja, also zusammengefasst ist die Kombination dann nochmal wertvoller. Das heißt also, zunächst sich einmal genau anschauen, welche Bedürfnisse stecken hinter dem Verhalten von Kunden vielleicht oder sogar ganz gewiss. Und dann Prototypen bauen. Aus meiner Erfahrung heraus, und das ist ja eigentlich auch relativ logisch, je besser ich im Vorfeld schon weiß, in welche Richtung geht ein Bedürfnis, desto bessere Prototypen kann ich auch bauen. Besser heißt dann in dem Sinne nicht komplexer und aufwendiger und teurer, sondern einfach schon mal viel besser auf die Hypothesen hinsichtlich der Bedürfnisse zugeschnitten. Und damit spare ich mir natürlich hinten raus dann die Iterationsschleifen, die dann natürlich auch entsprechend kostspielig sein können. Genau, der Punkt ist einfach, dass wir schon mal wissen, was ist überhaupt die Ausgangsbasis. Also wir haben da schon mit Jobs wie dann eine ganz gute Gewissheit, wo der Hund begraben liegt sozusagen. Und wissen auch, auch wenn wir das Produkt dann einmal entwickelt haben, auch wenn wir es weiterentwickeln wollen, was ist dieser Job, den wir überhaupt erledigen wollen für den Kunden. Das kann wie so ein Nordstern wirken. Und wenn man das, wie gesagt, von Anfang an sehr gut definiert, dann wundert man sich nicht oder fragt sich nicht so oft, was könnten da noch für Features notwendig sein oder sinnvoll sein, um diesen Job zu erledigen, weil man weiß, okay, wir konzentrieren uns darauf, diese Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen. Und bei existierenden Produkten hat man mit Jobs wie dann gesehen, dass man auch Features oder Funktionalität wegnimmt, um einfach das Produkt da klarer zu gestalten und klarer zu machen, dass es sich auf diesen speziellen Job fokussiert und wirklich Experte wird für die Erledigung. Und deswegen, wie gesagt, Jobs to be done kann sicherlich sehr gut helfen, uns schon mal so richtig einzunorden. Und vor allem natürlich gerade im Bereich von Bestandsunternehmen, wo es tatsächlich auch schon Produkte gibt und es gibt echte Kunden, ist es natürlich absolut ratsam, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach auch schon ganz viel hat, auf dem man dann aufbauen kann, dass man enorm verbessern kann. Ja, genau. Als letzten Punkt für heute würde mich nochmal interessieren, mit dir nochmal darauf einzugehen, gerade auch im Hinblick auf diese Unterschiede, die wir gerade schon herausgearbeitet haben, bestehende Unternehmen mit einer Managementkultur und auch bestimmten KPIs, auf die geachtet wird, wo es um Wirtschaftlichkeit geht und Co. Welche Metriken gibt es denn jetzt, um den Erfolg einer sagen wir mal, Lean-Startup-Zelle im Unternehmen zu messen? Da wird ja im Buch auch drauf eingegangen. Also das heißt, wie kann ich da Erfolg oder Fortschritt messen, wenn überhaupt noch gar kein Geld verdient wird, weil ich fast auf der grünen Wiese anfange zu experimentieren? Ja, also mal ganz allgemein gesagt, muss man ganz andere Erfolgsmetriken anwenden als das, was wir bisher gesehen haben, wo man vor allen Dingen den Erfolg daran misst, dass man bestimmte Umsatzzahlen oder Gewinnzahlen erwirtschaftet hat, sondern es geht ja darum, diesen Prozess des Lernens messbar zu machen und zu sehen, wie reagiert der Kunde auf die angebotene Lösung, sind wir auf dem richtigen Weg, können wir das Risiko minimieren, können wir die Unsicherheit, die mit diesem neuen Produkt einhergeht, verringern. Und da geht's darum herauszufinden, wie ist diese erwartete Profitabilität, wie ist das Risiko, und wir wollen natürlich sehen, dass wir mit unseren verschiedenen MVPs und Tests dahin kommen, dass wir uns Richtung wenig, also am geringen Risiko hinsichtlich der Innovation bewegen und einer hohen Profitabilität.
Und deswegen muss man also wirklich diese Betrachtung, wie messe ich Erfolg, nochmal ganz anders angehen. Und das wird dann ganz konkret gemacht, indem ich mir meine Lernziele stecke und entsprechende Experimente gestalte, anhand derer ich die dann überprüfen bzw. dann auch das Investment sukzessive erhöhen kann, je mehr ich gelernt habe und das umgesetzt habe in entsprechende Veränderungen, Produktveränderungen, dann auch gerne Features, wenn dann klar ist, wofür eigentlich. Ja, genau. Also das Finanzieren dieser Maßnahmen geht natürlich damit einher. Da wird man jetzt kein großes Budget von Anfang an bereitstellen, sondern wir wollen das eigentlich auf eine Art dosierte Art und Weise machen. Je mehr wir lernen, je mehr die Unsicherheit abnimmt, auch desto weitere Mittel werden wir dann für diese weiteren Entwicklungsschritte freigeben. Es ist also ganz wichtig, dass man nicht den Leuten jetzt vorgaukelt, ihr kriegt jetzt unermesslich viel Geld und ihr könnt das jetzt alles verbraten, sondern wir wollen auch wirklich das im Gleichschritt machen, die Finanzierung und das Lernen und den Fortschritt mit diesen neuen Entwicklungsmethoden. Ja, okay, also auch das ist mit abgedeckt. Ich würde sagen, lass uns das erstmal hier stehen lassen. Für mich als Fazit, hatte ich ja schon eingangs gesagt, ich halte es für absolut empfehlenswert, das Buch zumindest zu lesen. Ob es dann hinterher umgesetzt wird oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber es gibt ganz viele tolle Anleitungen, Charts, auch zu diesen Metriken, zu dem Aufbau der Strategie und allem, was dazugehört, bis hin zur Integration in die Unternehmenskultur. Und es ist sehr praxisnah, unterhaltsam, gut geschrieben und macht nochmal so für mich zumindest eine große Klammer um diese ganzen Themen der jetzigen VUCA-Welt und das, was so an Innovationsdruck gerade aufgebaut ist. Das heißt, es geht um Unternehmenskultur, es geht um Entrepreneurship, es geht um Business Model Design und Lean Startup und wie kriegen wir das integriert in bestehende Unternehmen? Ja, ich will nur mal betonen, dass es ein wirklich interessantes Buch ist. Ich habe da sehr viele, auch sehr interessante Geschichten. Die Amerikaner sprechen natürlich gerne, machen dieses Storytelling, erzählen gerne Geschichten, aber die machen das für mich wirklich dann auch anschaulich, dass es hier nicht nur Theorie ist. Und die machen auch Mut, weil wir wissen alle, dass so ein Projekt einzuführen, so eine neue Denkweise, auch eine neue Kultur in Unternehmen einzuführen, ist nicht so ganz einfach. Und man sieht einfach an diesen riesigen Unternehmen, bei denen das schon funktioniert hat in einigen Projekten, dass es durchaus möglich ist. Und ich sag mal, wenn das bei GE möglich ist und bei Obamacare und solchen Institutionen, dann sollte es auf jeden Fall auch in so einem mittelständischen Unternehmen und auch großen Unternehmen möglich sein. Ja. Dann geht es auch bei der Deutschen Telekom. Okay, oder bei Siemens. Dir erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Peter. Das war es auch schon für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weitersagen. Alle Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Um keine Episode zu verpassen, abonniere diesen Podcast auf iTunes, Stitcher oder wo auch immer du ihn gerne hören möchtest. Und wenn du mir und meinen Gästen helfen möchtest und wirklich etwas zurückgeben willst, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung oder noch besser eine Rezension. Wenn du Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik hast, dann freue ich mich jederzeit über eine E-Mail an podcast@oberwasser-consulting.de. Sonnige Grüße und bis bald.